Oh mein Gott, ja, da ist wieder ein Rathirsch. Ich sag jetzt mal lieber nicht, wie häufig ich jetzt hier gerade eben einen Serverhop vollführt habe. Aber zwischenzeitlich fiel mir noch ein, ich kenne ja noch eine Location, wo es mehr oder weniger eigentlich sonst immer ein Pflicht-Rathirsch gibt. Nein, nicht abhauen. Bleib hier. Schande, es rennt weg. Jetzt habe ich gleich ein Problem, ne? Fokus, Fokus. Es versteckt sich. Heute gibt es kein Verstecken. Schande. Also das waren jetzt nicht leicht verdiente Score-Punkte. Aber ich check mal trotzdem die Location ab, die mir zwischenzeitlich in den Sinn gekommen ist. Fast immer, wenn ich hier drüben Kreaturen töten möchte, beim Whitespring Golf Club, da gibt es so eine kleine Straße. Da kommt mir sonst immer ein grüner Rathirsch entgegen. Vielleicht ist das auch heute der Fall. Wenn ja, dann sollten wir uns diese Location sehr tief einprägen. Ja, hier und dann nach rechts. Aber manchmal liegen auch schon tote Rathirsche da. So, genau hier. Oh, oh. Ja, tatsächlich. 2 Stück. Ich glaube, hier hätten wir auf jeden Fall schneller Glück gehabt. Aber ich schneide das ja sowieso zusammen. Wunderbar. Wie schön. Aber jetzt erstmal ganz kurz nach Hause, was gerade nicht da steht, aber gleich da steht. Oh, Backe. Und da schon wieder vor der großen XXL-Aufnahme. Erstmal verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer. Und willkommen zurück zu einer weiteren frisch radioaktiven XXL-Aufnahme. Fallout 76, die ich natürlich dann in normale Folgenlänge klein mache. Aber wir haben gerade nicht viel Zeit. Es ist wieder genauso wie beim letzten Anfang der großen XXL-Runde, die heute aber definitiv eine große XXL-Runde wird. Natürlich. Deswegen werde ich sofort, aber instant hier buffen, was geht. Und dann müssen wir raus ins Field, denn wir haben echt nicht mehr viel Zeit für die täglichen. Wie lange haben wir? 27 Minuten. Sind da schwierige Sachen mit dabei? Ich bin nicht Fallout First. Habe ich denn noch? Oh, die Musik ist auch nicht da. Muss ich gleich während der Schnellreise aktivieren. Ja, oh, Backe, Mann. Oh, Backe, Backe, Backe. Was wollte ich machen? Genau, aufs Spielbrett ganz kurz gucken, ob wenn ich hier zufällig noch einen Score-Booster habe. Wie sah der aus? Das waren kleine Fläschchen, ne? Bis hierhin haben wir alle mitgenommen. Oder muss ich mir tatsächlich jetzt einen kaufen? Ich wäre gewillt, dafür Atomkohle auszugeben. Ja. Ja, machen wir. Auf jeden Fall. Ich gönne mir einen. Für 100 Atome, da macht man nichts falsch. Mal ganz im Ernst, ne? Und den wollen wir natürlich auch gleich benutzen. Ja, für 24 Stunden. Diesmal stand es auch richtig in dem Vorschaufenster. Und wir wollen als allererstes, wollen wir wilde Ghule verkrüppeln und töten. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Und da kenne ich schon eine astreine Location, die uns viele, aber wirklich sehr viele wilde Ghule bietet. Hier drüben, Flughafen Morgentown. Meine Güte, was erzähle ich denn da? Wilde Ghule beim Flughafen Morgentown. Wir müssen natürlich zum Golfclub hier, aber offensichtlich sind wir auch nicht der Erste mit dieser Idee. Ich setze schon mal die Verkrüppelungskarten. Also alles raus, was die Gegner schnell killt. Aber das ist sowieso irrelevant. Das ist doch Jacke wie Hose, weil wir sowieso mit einem Gleisgewehr unterwegs sind. Das ist alles viel zu krass, Mann. Viel, viel zu krass. Kann weg, das nicht. Das lassen wir liegen. Und dann statt blutiger Tod packen wir hier den Peiniger rein. Musik, du bist an. Ich habe dich gerade eben während der Schnellreise aktiviert. Beine müssen wir verkrüppeln. Aber ist nicht so schlimm, wenn wir sie mit einem Beinschuss killen. Das ist ein Wendigo. Das ist fast schon egal. Aber man merkt halt, dass die Kommandokarten nicht liegen. Aber hier, pennt er noch? Nein, die hat alle weggekillt. Also wirklich, was für ein Egoist. Aber nicht hier. Hier lungert noch einer rum. Beinchen, Beinchen, Beinchen. Zack. Na. Das zählt. Tatsächlich. Und den Zucker nicht vergessen. Auch wenn ich in Eile bin. Zucker darf man nicht vergessen. Und dann einfach nur die Ghule killen. Na, den hier, genau. Überraschung. Ich hatte nur geschlafen, aber als ich wach geworden bin, war mein Bein verkrüppelt. Die Geschichte eines Ghules.
Aber jetzt bitte noch die restlichen. Ansonsten wüsste ich gar nicht, wo wir hingehen sollten. Um Ghule zu eliminieren. Vor allem Wilde. Also bei der Wendigo-Höhle sind noch ein paar. Das weiß ich, die lungern da drinnen rum. Aber das ist hier ist doch die beste Location. Ansonsten müssen wir ein bisschen rumtingeln. Hier auf dem Grundstück sind ja auch noch ein paar. Block und Block. Wie bitte, das hast du überlebt? Frechheit oder Serverhopping. Das geht ja ganz schnell. 6 von 10 oder ist die Anzeige so ein bisschen hinterher? Die Anzeige ist ein bisschen hinterher. Schnell raus aufs Grundstück. Und der ballert hier. Und das war ein Ghoul, das habe ich am Tötungsgeräusch gehört. Aber Plastik nehme ich trotzdem mit. Plastik, but still fantastic. Legendäre Loot nicht vergessen. Hatten wir sonst noch irgendwas Relevantes? Verdammt ich nochmal. Wir ziehen es wieder komplett durch in einer Aufnahme. Alle täglichen einmal, alle täglichen zweimal, also nach 18 Uhr. Und dann die wöchentlichen, um das meiste aus unserem Scorebooster rauszuholen. Aber dafür muss ich mich jetzt erstmal sehr, sehr, sehr schnell, aber wirklich sehr schnell beeilen. So schnell beeilen, wie ich das noch nie zuvor in meinem ganzen Leben getan habe. Und ich habe nur bis 18 Uhr. Dann habe ich ein bisschen Luft wieder. Dann gibt's Schnipp, Schnipp, eine Gassi-Runde mit Ellie. Aber wie gesagt, das wird zusammengeschnitten. Ich würde euch ja mitnehmen, ne? Aber ich habe nicht das Kamera-Equipment dafür. Ansonsten machen wir das irgendwann später, okay? Dann gehen wir alle mal zusammen mit der Ellie raus, Gassi. Und wenn Atlas lieb ist, darf er auch mitkommen. Na los, zack, 10. Aber ich kann noch nicht sagen, wann. Ich brauche dafür Kamera-Equipment und einen Kameramann oder eine Kamerafrau. Aber da fällt mir bestimmt noch einer. Ein Baugeschützturm oder Fallen in einer Werkstatt oder einem Camp. 3 Stück für 3 Sachen. Das mache ich bei mir im Camp. Aber sichi. Dafür habe ich auf jeden Fall noch das Budget da, aber ich will erstmal ganz kurz meine Waffe reparieren. Ach ja, stimmt, wir waren ja mit Rayleigh der Vierten unterwegs. In einer No-Commentary-Aufnahme, die sich so langsam stapeln, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe ja einen neuen Rechner, habe ich ja schon mal erzählt gehabt und da gab es viele Probleme. Ich will gar nicht anfangen. Nee, geht nicht, bitte. Und, naja, seitdem ich den neuen Rechner habe, kann ich meine Folgen nicht mehr mit Avidemox zusammenpappen quasi und muss sie halt komplett immer überrendern. Und das wird bei einer 3-4 Stunden langen Folge, No-Commentary-Material, wird schon seine Zeit dauern. Ich habe es bisher halt noch nicht unterbekommen gehabt, weil ich halt auch schon erwähnt für den Urlaub vorproduziere und dementsprechend da ordentlich Folgen rendern muss. Aber gut, okay, ich krieg da schon irgendwie alles hin. Irgendwann früher oder später, ne? Oh nein, ich dachte, es würde noch reichen. 3 Sachen, Mensch. Das ist uncool, aber jetzt müssen wir sowieso gleich noch rüber zum Rad. Machen wir das bei Silvia. Bei Silvia geht das am schnellsten. Gut, so oft billig. Billig, wie bitte? Ja, sehr billig. Wie billig, genau. Gut, so oft billig. Dim, 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 dim. Sind Gegner da zufällig oder können wir hier eine ruhige Kugel schieben? Hallo? Also für jemanden, der so häufig Fusionskernmangel hat, verschwende ich ganz schön viel Fusionskernenergie hier gerade mit meiner Powerrüstung. Ne, wir können. Zack, das ist aber nice. Aber ich steig mal aus, ne? Dann haben wir auch mehr vom Rucksack. Block. Ja, und vom Geweih natürlich. Na los, komm schon. Ich muss hier 3 Geschütztürme platzieren. Muss ich noch zufällig irgendwas bauen? Verwerte Schrott, um Stahl herzustellen. Beanspruch eine Werkstatt. Das müssen wir sowieso tun. Gar nicht mitbekommen. Und dann ballern wir rüber. Zum Rad. Zum Rad. Geschütztürme, bitte. Das Messer habe ich vor bestimmt 10 Minuten aufgehoben gefühlt. Die Schnellreise hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe das natürlich rausgeschnitten. Zack. Ja, genau. Versenkt das Teil im Boden. Und dann soll ich was? Ich soll was zerlegen? Eine Sekunde. Dann können wir doch bestimmt auch so ein bisschen... Lagerkiste und dann Herstellung. Irgendeinen Tisch brauche ich. Verdammt nochmal, irgendeinen Tisch, an dem man auch zerlegen kann. Wie zum Beispiel eine Bustelwerkbank. Eine Klabustel. Psst, ist gut jetzt.
family friendly. Es ist verdammt warm. Das ist immer meine Entschuldigung. Habe ich eine große Menge Stahl am Start? Nein. Nein, nein, nein. Ich hätte gern einen Händler hier. Kann man hier nicht auch noch einen Begleiter setzen? Das wäre ja cool. Aber das geht nicht, ne? In der Werkstatt. Wir müssen trotzdem nach Hause. Aber das wären die letzten beiden Sachen, ne? Event und Stahl herstellen in 17 Minuten. Erstmal das Rad, ne? Das wird schon fleißig gespielt. Ich steige in eine Gruppe ein. Bis hierhin. Ganz schöne EP-Verschwendung. Aber okay. Lieber spät als nie. Es geht los, aber ich will ideal blutig sein, wenn das noch möglich ist. Jupp, jupp. Und ich werde erst nach 18 Uhr werde ich hier meine Nahrungsbuffs reinhauen. Wobei, Fäulersuppe ist ganz schön oll geworden. Was soll denn das? Naja, gut. Hirnpilzsuppe, die geht noch. Die nehme ich nach 18 Uhr. Na, wer möchte als erstes sterben? Snelliges, und Augenbots. Aber wo? Aber wo? Ballistobock, der geht immer. Drogen, Kaffee. Na klar, ey. Schande. Du mieser Augenbot, du. Stirb. Wow, Rayleigh. Du mit deinen grünen Leitungen. Du lenkst mich ganz schön ab. Zack, nein, ich will auf Köpfe schießen. Köpfe, Köpfe, Köpfe. Wow. Sind die immer schon so? Sind die immer schon so crisp aus? Die Snelligäste. Ich habe da jetzt mal zur Abwechslung keine Mod installiert. Oder kam da jetzt zufällig was? Von Bethesda. Ja, kann ich jetzt bei ihm natürlich jetzt... Wobei, er hört ja auf zu leuchten, wenn ich was rausgenommen habe aus seinem Kadaver. Das ist ja cool. Wie sehen die heute crisper aus als sonst? Echt schön, ne? Wer Siege befreie, machen wir. Level 1 von 4. Aber der Wechsel ging jetzt aber recht schnell, ne? Ja, in der Tat. Drücke den Knopf, habt ihr schon? Kann ich noch schnell einen Grind machen, bitte? Nur eine halbe Runde, mehr brauche ich nicht. Das ist in Ordnung, das gilt. Befreier? Ach so, das ist gut so auf billig. Aber wirklich billig abgelenkt hier. Ja, gut gemacht. Was sollen wir machen? Meide die Explosionshirsche. Oh, oh. Ja, wo sind sie denn? Ach so, ja stimmt, die... Die kann man ja nicht im Wetz anvisieren. Aber kann man sie zufällig eventuell mit einem Scharfschützengewehr? Ja, man kann. Alles klar, das ist eine Sniperino-Mission. Fantastic. Ich glaube, ich habe da deinen Namen gehört. Nuka, nice job. Was war denn das jetzt bitte gerade für eine Anzeige? Was war denn das bitte gerade? Die habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich spiele 8000 Stunden. Nein, nicht wirklich. 8000 Stunden, doch. Fallout 76, ich habe hier noch nie Nuka Nice Job gelesen. Und das war auch keine Mod. Das ist ja verrückt. Nehm ich auf. Da, schon wieder Crowd Control. Was ist denn hier los? Was zur Hölle? Ich bin verwirrt. Ich muss jetzt erstmal hier meine Sachen fertig machen bis 18 Uhr. Dann muss ich Gassi gehen. Zum Runterkommen. Ich brauche ein bisschen Brandenburger Waldluft. Zack, zack, zack. Deckung, raus wieder. Ach ja, stimmt. Ich habe ja auch eine dicke Waffe. Ich kann ja eben richtig schön mitspielen mit dicken Waffen. Zack. Oh mein Gott. Vielen Dank dann mal für das Geschenk. Echt übel, das Teil. Auch ohne eine Power-Rüstung. Naja, weil wir heilen. Wir heilen. Ist da noch einer lebendig? Nein. Also, heute sieht das Spiel besonders crisp aus. Oder ich... Guck vielleicht heute ein bisschen klarer. Kann auch sein. Ja, also an für sich brauchte ich bisher noch keine Brille. Ne? Aber ab heute zweifle ich. Aber nicht, weil ich schlechter sehe, sondern weil ich besser, weil ich crisper sehe. Das ist kurios. Schon wieder Nuka Nice Job. Was ist denn das bitte? Vor allem so eine Season nach der Nuka World Season, wo ich ja so neue Anzeigen auf jeden Fall ein bisschen einfacher aufgenommen hätte. Na, lässt du mir den Frosch hier? Das sind meine Froschschenkel. Bonjour. Zeit für einen Twist, beweg dich. Ich glaube, die sind... hier, Event-unique. Und bisher waren die einfach mal total kaputt.
Oh nein, stopp. Oh mein Gott, ich weiß, was es ist. Ja, es ist doch irgendwie eine Mod. Und zwar habe ich vor kurzem die Save Everything Mod. Also gestern, ehrlich gesagt. Gestern habe ich die geupdatet. Und es könnte sein, dass die vorher für Probleme gesorgt hat. Aber eigentlich in der Nuka World Season hatte das ja auch funktioniert gehabt. Ja, ich kann jetzt wieder direkt, ohne auf die Eingabezeile zu klicken, Mengen beim Ablegen und Verkaufen schnell eintippen. Per Numpad oder per Zahlenreihe. Ist alles wieder aktuell. Falls ihr auch selber interessiert seid, ne? Save Everything. Das sind ja coole Anzeigen. Die kannte ich noch gar nicht. Da kommt der dicke. Oh Testmonster. Boom. Yeah. Weggebrutzel, wenn wir Bratmaxe grillen. Echt schön. Großartig. War das alles? Monster vom Grafton, aber es ist doch eine Bosswelle. War hier nur eins, oder? Haben die anderen Mitspieler das auch gut erledigt hier? Wow, also dieser Flammenwerfer. Der ist ja mal wirklich unique. Auch mit dem Buff, ne? Stahlsanleihen. Und nun Stahl zerlegen. Wobei sind wir eigentlich noch auf? Nein. Sollten wir ändern. Verwandte Seele. Den Satz sollte ich auch beenden, ne? Oder generell die Sätze. Plock, und da sind wir auch schon. Verwandte Seele machen wir gleich. Ich lege erstmal die Waffe weg. Wir verticken den legendären Kram. Glück, Spiel, Glück abholen. Hier rüber, bitte. Und kann weg. Und kann weg. Danke sehr. Nice, nice, nice. Stahl. Wir brauchen eine große Menge Stahl. Von wem ist mir eigentlich egal. Aber ich nehme sie hier gerade lieber von dir. Du bist näher dran, ne? Eine Großmenge, mehr nicht. Ja, ich kann das alles wieder perfekt eintippen. Aber das hier, das ist ein kleiner Bug. Der ist jetzt neu dazugekommen. Oder ist vielleicht ein Hinweis für... Ja, ein Hinweis vielleicht für Controller-Spieler. Für Patch-Spieler. Ach, ich kann das wieder direkt eintippen. Wie schön. Das ist eine Kleinigkeit. Das ist ein Klick mehr. Aber diesen einen Klick macht man 1.000.000 Mal. So, naja, wenn wir gerade sowieso im Kauffieber sind. Wie lange habe ich noch? 10 Minuten. Kriege ich hin. Plastik-Großmengen? Nein. Ballistische Fasern brauche ich nicht. Oh, ich habe ja noch jede Menge Mods hier. Die sollte ich mal alle verticken. Da war jetzt aber nicht die Enklaven-Plasma-Flamer-Düse mit dabei, ne? Das wäre schlimm. Das wäre richtig, richtig, richtig schlimm. Zerlege Loadout, bitte. Mhm, genau. Sind wir schon durch? Nein, die Großmenge. Sie muss zerlegt werden. Und die restlichen Großmengen... Was? Ja. Verwerten. Wird man das sonst auch gefragt? Doppelt und dreifach? Kann das sein? Boom, 304. Oh. Was? Wie viele Großmengen habe ich gerade zerlegt? Ich habe die Zahl mir nicht angeguckt. Ich war zu sehr im Fluss. Ich habe mich dem Flow hingegeben. Jetzt habe ich 300 Stahl. Naja, gut. Machen wir später wieder zu Großmengen und überflüssigen Kram verticken. Oh, war das ein neuer Rucksack? Also ich bin noch sehr gut bedient mit unserem aktuellen Rucksack, aber der sah auch schon mal schick aus. Macht Lust auf mehr. Ich lege trotzdem jetzt erstmal den Schrott weg. Passt der noch rein? Aber sichi, wunderbar. Und dann kümmere ich mich jetzt hier um verwandte Seele, nachdem ich gecheckt habe, ob der Apotheker... Nee, der Apotheker hat leider kein Psychotest. Sehr schade. Gehen schnell alle. 14 Stück habe ich nur noch. Verdamm ich nochmal. Darauf eine Klingel. Ich lege mich hier hin wegen verwandte Seele und dann gehe ich in der Zeit Schnitt, Schnitt für euch natürlich mit der Ellie raus. Ne? 3, 2, 1. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch. Was für ein schönes Wetter draußen. Ideal, um drinnen bei offenem Fenster zu zocken. Und ich habe sogar noch mehr gute Neuigkeiten. Und zwar... Na? Oh Gott, was ist denn hier los? Verdammt nochmal, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Es ist eine Angreiferin, ne? Eine Aggressotron-Angreiferin. Das hatte ich ja noch nie. Vor allem so ein schwerer Gegner. Eine Sekunde, ich habe das falsche Loadout. Ich habe das falsche Loadout. Geh weg, du Monster, du.
Ja, wo sind wir stehen geblieben? Ich habe noch mehr gute Neuigkeiten. Ich glaube, sie explodiert gleich, ne? Vorsichtig. Leo ist wieder hier. Also der zweite Leo, das steht da. Und ich habe ihm auch schon die richtige Cola gegeben für mehr Intelligenzpunkte. Schrägstrich mehr Scorepunkte. Wahnsinn. Aggressotron aus heiterem Himmel. Aber irgendwie cool, ne? Juti, weiter. Kaffee, Cola. Ballistebox hatten wir schon geklärt gehabt. Lasst uns die Aufgaben checken. Erstmal die täglichen. Ne? Koche ein Fleischgericht. Mhm. Sammle ein Audio-Holoband. Ist so gut wie erledigt. Daily Orbs. Dürfen wir wahrscheinlich auch für die wöchentlichen Aufgaben spielen. Gucken wir gleich mal nach. Töte Tiere mit einem Impro-Gewehr. Schon wieder. Aber ist auch eine schöne Aufgabe. Und hier, töte einen mutierten Gegner. Okay, diesmal wissen wir ja... Richtig, diesmal wissen wir ja, dass wir die antreffen werden und zwar bei einem mutierten Event. Und dann noch Impro-Gewehr verwerten, weiter. Baugeschütztürme oder Fallen in einer Werkstatt oder einem Camp. Oh, das können wir machen. Drüben bei Billig, falls uns die Werkstatt noch gehört. Höhere Stufe, oh, das wird interessant. Da können wir... Falls es zum Ende hin der großen XXXXL-Aufnahme zu haarig wird, können wir das ja überrollen. Aber wir werden ja sehen, was wir unterwegs schon an Level und Co. machen. Wir müssen halt, naja, wir müssen halt für unseren EP-Buff sorgen. Repariere Rüstung, Waffen oder Power-Rüstung. Also auch schäbige Waffen mitnehmen. Oder mal gucken, was wir aktuell von unseren Waffen vielleicht mit Reparaturkits reparieren können. Drei mutierte Events, das könnte schwierig werden. Aber ich bin ja eine ganze Weile jetzt aktiv. Die Colas, das kriegen wir schon irgendwie hin. Im schlimmsten Fall durch Serverhopping. Bei Nuka World on Tour 30 Blutadler und 30 mutierte Gegner. Also wirklich. Das wäre natürlich jetzt ganz cool, wenn irgendwie Räumungsbescheid kommen würde als mutiertes Event. Aber eins nach dem anderen. Haben wir noch zufällig die Werkstatt Bille? Hier haben wir... Na, dann bauen wir jetzt mal 27 Geschütztürme.